ja doch einmal kommen muss. Hab keine Angst, ich zeig's dir ja gern. Küssen ist heut wieder hochmodern. Niemand braucht davon was zu ahnen. Mein Name ist Freud. Sigmund Freud. Auf die Couch, die Couch. Ach, mein Gott, bitte nimm auf der Couch Platz. Ich finde, wir sollten ein bisschen über deine Kindheit sprechen. Ich will feststellen, wie es um deine Empfindungen bestellt ist, um deine Gefühle. Leg dich hin, leg dich hin. In letzter Zeit waren meine Gefühle ein großes Durcheinander. Ja, natürlich. Weißt du, was Hypnose ist? Ja. Ah ja, liegst du gut? Mhm. Kennst du auch die Psychoanalyse? Nein. Nein. Psychoanalyse? Psychoanalyse ist eine Behandlungsmethode und ich habe sie entwickelt, um Menschen zu helfen mit psychischen Schwierigkeiten. Aber ich habe keine psychischen Schwierigkeiten. Kann sein. Aber die Psychoanalyse ist auch eine Beschreibung des menschlichen Gemüts, der Psyche. Ganz allgemein. Ich bin nicht allgemein. Exakt. Und genau deshalb bin ich der Richtige, um dir zu helfen. Willst du mich hypnotisieren? Alles, was du gesehen und erlebt hast, ist tief in dein Bewusstsein eingegraben. Du hast gesagt, du gehörst nicht zur Allgemeinheit. Gerade du solltest wissen, dass das so ist. Naja, und jetzt hast du also ein kleines Problem, ja? Gerade jetzt, klar. Ja. Und ich habe wenig Zeit. Ich will nämlich abhauen aus einem Roman. Das hört sich recht schwierig an. Wenn das klappen soll, musst du verschwinden, ohne dass der Autor es merkt. Du musst eintauchen in sein Unterbewusstsein. Ja, ganz genau. Nur so kannst du ihn ablenken. Ja, ich verstehe. Freud. Wir sehen uns.